Hallo meine Lieben, im Laufe der Zeit änderten sich die Formen von beobachteten UFOs immer wieder. Neben den Lichtpunkten am Nachthimmel sind Tagesaufnahmen, anhand denen man die genaue Form eines UFOs erkennen kann, natürlich am faszinierendsten. Und eine ganz bestimmte Form wird in den letzten Wochen und Monaten immer wieder beobachtet. Der Kubus. Scheint diese Form im ersten Augenblick zu abstrakt, zeigt uns die Geschichte, dass es nicht das erste Mal war, dass sich die Form eines vermeintlich außerirdischen Objekts grundlegend änderte. Was es mit der neuen Form auf sich hat, was genau in einem kürzlich geleakten Bericht steht, der aus den 60er Jahren stammt und über ein würfelförmiges, abgestürztes Objekt aus dem All spricht, das mitten in der Wüste geborgen worden ist, und vieles mehr seht ihr wie immer nach dem Intro. So kennen wir sie, die klassische Untertassenform. In zahlreichen Filmen und Serien ist es das Gefährt einer möglichen außerirdischen Präsenz auf der Erde. Doch im Laufe der Jahrzehnte wurden auch zahlreiche andere Formen beobachtet, die Aliens zu uns auf die Erde befördern sollen. Und in den Anfängen unseres Jahrzehnts scheint es nun wieder einen Paradigmenwechsel zu geben. Eine völlig neue Form, die in vergangenen Zeiten nur selten beobachtet worden ist, nun aber immer öfter. Der Kubus. Doch warum auf einmal jetzt? Warum sollten Außerirdische die Form ihrer Raumschiffe ändern? Die klassische fliegende Untertasse, wie wir sie kennen, ist vielleicht auch nur ein Trugschluss. 24. Juni 1947. Der Pilot und Geschäftsmann Kenneth Arnold fliegt über die bergige Landschaft nahe des Mount Rainier im Bundesstaat Washington. Plötzlich fällt ihm in der Ferne Ungewöhnliches auf. Er beobachtet, wie neun seltsame Flugobjekte aus den Wolken hervortreten, mit einer Schnelligkeit, die ihn verblüfft. Geistesgegenwärtig stoppt er die Zeit und kann anhand dieser eine Aussage zu der Geschwindigkeit der Flugobjekte geben. Er schätzt sie auf 1200 Meilen pro Stunde, also rund 1900 Stundenkilometern. Später wird er sagen, dass er zuerst nur Lichtbälle erkannte, doch als er den Objekten näher kam, oder sie ihm, konnte er ihre wahre Form erkennen. Die ersten Berichte über Arnolds Sichtung beschrieb die neuen Objekte als flache, tellerartige Scheiben, eines davon als flach und sichelförmig. Schnell wird in der amerikanischen Presse daraus die Flying Saucer, die fliegende Untertasse. Doch das war nicht das, was Arnold wirklich sah. Und diese klassische UFO-Form war laut ihm nur einem Missverständnis geschuldet. Als ich beschrieb, wie sie flogen, sagte ich, dass sie fliegen, wie wenn sie einen Teller nehmen und ihn über das Wasser springen lassen. Die meisten Zeitungen missverstanden das und zitierten mich falsch. Sie schrieben, dass ich gesagt hätte, sie wären tellerartig. Ich sagte, sie flogen in der Art von Tellern. Ist die fliegende Untertasse also nur eine durch die Presse vorgegebene Form? Sind die Objekte, die beobachtet werden, in Wirklichkeit viel diverser, als es uns die Medienlandschaft vorgibt? Ist die beobachtete Form des Kubus genauso legitim wie alle anderen Formen? Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Paradigmenwechsel stattfand. Und dieser sollte die klassischen untertassenförmigen Objekte durch eine damals völlig neue Form ablösen. Belgien, Ende der späten 80er und frühen 90er Jahre. Es ereignet sich einer der größten UFO-Massensichtungen, die es je gab. Mit über 2000 Berichten von Piloten, Polizisten und Militärangehörigen. Sie wird bekannt als die belgische UFO-Welle. Die 18 Monate anhaltenden Sichtungen erschüttern die belgische Regierung und liefern das bis dato überzeugendste UFO-Beweismaterial. Am 29. November 1989 gegen 17.30 Uhr berichten einige Polizisten nahe der Stadt Eupen von einem Flugobjekt. Es schwebt über einem nahegelegenen Feld und war so hell wie ein Fußballstadion, heißt es später in einem offiziellen Bericht. Das Objekt schwebt etwa 300 Meter entfernt. Anrufe besorgter Bürger veranlassen Polizeibeamte vor Ort, diesem Schauspiel nachzugehen. Dort angekommen sehen sie ebenfalls dieses riesige Objekt. Doch das ihnen völlig unbekannte und unerklärbare Objekt ist alles andere als diskusförmig. Es ist dreieckig mit klar abgegrenzten Kanten. Mit seinen runden Lichtern an allen drei Seiten schwebt es über ihnen hinweg. Irgendwann flog ein weiteres, kleineres Objekt aus dem Dreieck heraus. Es besitzt ein rötliches, blinkendes Licht, das im selben Rhythmus zu blinken scheint wie das große, dreieckige Objekt. Die Polizisten beobachten die Objekte mehrere Minuten lang, bis das kleinere plötzlich wieder im Großen verschwindet. Dann schwebt auch das große Objekt immer weiter nach oben und fliegt in den Nachthimmel davon.
An diesem denkwürdigen Abend überschlagen sich die Sichtungsberichte. Allein 13 Polizeibeamte melden ein unbekanntes dreieckiges Flugobjekt, das an 8 Orten rund um Eupen gesehen wird. Auch aus der Bevölkerung gehen mehr als 60 Meldungen ein. Schnell regt sich auch internationales Interesse und zwingt die belgische Regierung zu handeln. Die Beschreibungen des Objekts ähneln sich sehr. Die insgesamt 150 Sichtungen werden nahezu identisch beschrieben. Ein großes, dreieckiges, dunkles Objekt. Und dies war für die damaligen Ufologen sehr ungewöhnlich, denn bis zu diesem Zeitpunkt brachte man UFOs nicht mit dreieckigen Objekten in Zusammenhang. Schließlich waren die fliegenden Untertassen und an diese Form angelehnte Objekte das Maß aller Dinge, aber keine dreieckigen, dunklen Objekte. Doch kann es sein, dass die dort beobachteten Objekte gar nicht von außerirdischen Besuchern stammten, sondern irdische, hochentwickelte Flugzeuge sind? Stammen die nun aufkommenden, kubusförmigen Objekte auch vom Menschen? Die Beschreibungen der damaligen dreieckigen Objekte passen zum für viele als echt angesehenen Projekt Aurora, dem TR-3B Black Manta. Und sollte dieser existieren, passt auch die Zeit, um Testflüge mit ihm durchzuführen. Denn es sollte Ende der 80er Jahre flugbereit gewesen sein. Als der Kalte Krieg sich seinem Ende näherte, könnte es durchaus vom amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Deutschland zu Testflügen des Geheimflugzeugs gekommen sein. Eupen liegt genau an der Grenze zu Deutschland und die amerikanische Air Force Base in Ramstein liegt nur 200 Kilometer entfernt. Schließlich erreichte die belgische UFO-Welle ihren Höhepunkt in der Nacht vom 30. zum 31. März 1990. In dieser Nacht wurden unbekannte Flugobjekte sowohl auf Radar erfasst, als auch fotografiert und von ca. 13.500 Menschen beobachtet. 2.600 dieser Zeugen haben schriftliche Beobachtungen eingereicht. Ein Viertel davon wurde untersucht, der Großteil blieb allerdings ohne Erklärung. Die Piloten zweier F-16 Kampfflugzeuge beobachteten ein Objekt 65 Minuten lang. Laut deren Aussagen beschleunigte es innerhalb von 2 Sekunden von 240 Stundenkilometern auf 1770 Stundenkilometern und änderte dabei in der gleichen Zeit seine Höhe von etwa 2700 auf etwa 1500 Metern. Die dreieckigen Objekte, ob vom Mensch oder Außerirdischen, ähnelten zumindest noch bekannten Flugzeugen, die den aerodynamischen Gesetzen des Auftriebs folgten, wie zum Beispiel dem F-117A Nighthawk oder dem B-2 Bomber, auch wenn ihre beschriebenen Flugeigenschaften nicht dem entsprachen, was wir von menschlicher, bekannter Technik erwarten würden. Ein kubusförmiges Objekt ist hingegen noch einmal weiter weg von unserer Vorstellungskraft über fliegende Objekte am Himmel. Doch es ist nicht das erste Mal in diesem Jahrtausend, dass ungewöhnliche Formen präzise und von vielen Zeugen am Himmel beobachtet wurden. Vor wenigen Monaten wurde ein Video veröffentlicht, das Erstaunliches zeigt. Dieses wurde im Juli 2019 von Marineoffizieren mit einem Nachtsichtgerät aufgenommen. Es zeigt scheinbar pyramidenförmige Objekte. Sie sollen bis zu 20 Meter über einem Zerstörer der Marine schweben. Bei dem Kampfschiff soll es sich um die USS Russell handeln, die sich zu der Zeit auf einer Mission an der südkalifornischen Küste befand. Die Bilder, die von der UAP Task Force des Pentagons als echt bestätigt worden sind, stehen nicht für sich allein und sind Teil eines umfangreichen Briefings innerhalb der US-amerikanischen Regierung. In diesem soll es geheißen haben, dass die Objekte im Video identisch mit den Beschreibungen der Seemänner sind. Zudem wollen sie festgestellt haben, dass die Objekte keinerlei Flugeigenschaften oder Formen haben, denen die USA militärtechnisch nachgeht. Auch nicht in Black-Budget-Projekten. Nach ihren Informationen wäre auch keine ausländische Macht dazu imstande, das Beobachtete zu konstruieren. Es seien eindeutig nicht aerodynamische, geformte, pyramidenartige Objekte, die sich jeglicher irdischen Erklärung entziehen. Während Zweifler sagen, es handele sich hierbei nur um Reflexionen, hervorgerufen durch den dreieckigen Verschluss des Kamerasystems, berufen sich Ufologen auf die Zeugenaussagen, die ebenfalls die pyramidenartige Struktur der unbekannten Flugobjekte erkannt haben wollen. Und wie sieht es nun mit den kubusförmigen Objekten aus? Gibt es auch da offizielle Berichte, die die außergewöhnliche Form bestätigen können? Anfang diesen Jahres wird ein Dokument geleakt, das selbst in UFO-Kreisen recht unbekannt ist. Es stammt aus dem Project Moondust, ein verdecktes Projekt der United States Air Force während des Kalten Krieges.
durchgeführt von der berüchtigten Holloman Air Force Base, die in weiteren Projekten über vermeintlich außerirdische Technologie involviert sein soll. Ziel des Projektes war es, Objekte und Trümmer von Raumfahrzeugen zu bergen, die den Wiedereintritt durch die Erdatmosphäre zurück zur Erde überlebten. Im von der DIA, der Defense Intelligence Agency, freigegebenen Bericht wird eines dieser geborgenen Wrackteile beschrieben. Naheliegend wäre natürlich ein abgestürzter Satellit. Doch das Objekt passt mit seinem Aussehen weder zur Zeit, noch entspricht es mit seinem Gewicht und seiner physikalischen Beschreibung dem, was bekannt war. Und es hat die Form eines Würfels. Das einseitige Dokument des Außenministeriums beschreibt es als ein 3 Tonnen schweres würfelförmiges Objekt. Entdeckt wurde es im Sudan. Es hatte keinerlei Markierungen, war aus einem weichen Metall gefertigt und bestand aus länglichen Würfeln von 5 x 13 cm, die fest miteinander verbunden waren. Einem Vermerk zufolge wurden Fotos von dem Objekt geschossen, freigegeben wurde aber nur das Schriftstück. Die örtlichen Behörden sollen mühsam Proben von dem außergewöhnlichen Objekt genommen haben. Ist dies also eine offizielle Bestätigung, dass kubusförmige Objekte schon viel früher beobachtet worden sind? Und was hat es mit den gehäuften Sichtungen der Kuben heutzutage auf sich? Das Sudan-Objekt, wie es genannt wird, wirkt schon wirklich mysteriös. Allerdings ist die Form des Fundes gar nicht so ungewöhnlich für die damaligen Satelliten. Zwar passt weder das Gewicht noch die Größe zu den damaligen bekannten Weltraumgefährten, doch machte die Masse an neuen Entwicklungen in den 60er Jahren es auch der USA schwer, den Überblick zu behalten. Auch die derzeitigen Videos von kubusförmigen Objekten sind mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. In der digitalen Welt wird es immer leichter, eine mögliche Form von UFOs zu verbreiten, die vielleicht nur der Kreativität einiger entspringt. Und so müssen wir wohl abwarten, ob sich diese Form im Laufe der Zeit verifizieren lässt. Was haltet ihr von den Sichtungen der Kuben? Sind sie eine neue Form von außerirdischen Gefährten? Eine weitere, bisher unbekannte außerirdische Zivilisation? Schreibt mir wie immer eure Gedanken dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.